Ja, vielen Dank. Ich setze mich mal mehr wie so ein Märchenonkel hin, weil ich werde kein Wort über Cannabis-Legalisierung und Politik verlieren, weil das muss ich gestehen, das langweilt mich schon seit 20 Jahren zu Tode. Und dass eine neue Hanfkultur erblüht, sieht man ja an dieser Messe. Also ich war vor ein paar Jahren mal hier, da war alles ganz klein noch vergleichsweise und jetzt ist das brechend voll und zu meiner großen Freude sehe ich viele junge Gesichter und vor allen Dingen auch jetzt hier. Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen, weil ich habe das Gefühl, das ist gut, wenn die Älteren ein bisschen was sagen, was für Jüngere nützlich sein könnte. Also, was mich wirklich interessiert, ist der Schamanismus. Und da der zum Glück auch mit Hanf zu tun hat, habe ich auch ein Recht, hier zu sprechen, denke ich mal. Aber an sich ist ja mein Forschungsgebiet nicht auf Hanf beschränkt, sondern allgemein auf den kulturell tradierten Gebrauch von psychoaktiven Stoffen, in welchen Kulturen, zu welchen Zeiten auch immer. Und dabei ist das Wichtigste festzustellen, dass in allen Kulturen der ganzen Welt, die mit der Hanfpflanze in Berührung gekommen sind, die Hanfpflanze Einzug in den Schamanismus gewonnen hat. Und dass das aber nur eine von vielen, vielen psychoaktiven Pflanzen ist, die seit Jahrtausenden wohl, wie lange wissen wir wirklich nicht, von Menschen für schamanische Rituale, also fürs rituelle Heilen, eingesetzt werden, und zwar mit Erfolg. Also ich könnte jetzt auch über Ayahuasca sprechen, was natürlich wahnsinnig spannend und interessant ist. Aber da ich darüber nicht spreche, möchte ich nur empfehlen, das mal zu nehmen, weil dann kann man überhaupt was darüber verstehen, was gesagt und geschrieben wird. Ich könnte auch über Zauberpilze sprechen. Oh ja, einige nicken begeistert. Auch das ist zum Glück eine schamanische Zauberpflanze, oder besser ein Zauberpilz, der sehr erfolgreich in schamanischen Ritualen eingesetzt wird. Nun, wir haben es mit einer sehr merkwürdigen Geschichtsauffassung heutzutage zu tun. Manche glauben, die Geschichte des Menschen beginnt mit der Geburt vom kleinen Jesulein. Manche glauben auch, die menschliche Geschichte beginnt mit Abraham, der seinen Sohn willig war, für Gott zu töten. Das wäre dann ungefähr vor 6000 Jahren. Aber manche glauben auch, dass es Menschen und Menschenvorfahren seit 7 Millionen Jahren gibt. Und wir wissen aus der paläanthropologischen Forschung, dass in der Steinzeit bereits schamanische Kulte und Rituale eine zentrale Rolle im Leben dieser Menschen hatten. Auf jeden Fall haben wir jetzt genug prähistorische Hinweise darauf, dass Schamanismus eigentlich die erste kulturelle große Prägung der Menschheit sind. Und heute tut man so, als wenn Religion irgendwas mit der Prägung der Menschheit zu tun hatte. Dabei wird sie seit 2000 Jahren nur zur Unterdrückung fremdartig denkender Menschen ausgenutzt. Die Religion ist eine Erfindung von Machthabern, um sich an der Macht halten zu können, weil alle Religionen arbeiten damit, dass sie Angst machen. Und das ist das A und O von Machtbesessenen. Wenn ich Angst mache dann, und die Leute tatsächlich Angst kriegen, dann kann ich sie auch beherrschen. Und wenn ich ihnen Angst mache und sage, das und das dürft ihr alles nicht, aber dafür kommt ihr nach dem irdischen Jammertal ins Paradies, dann ist alles gut. Das heißt also, wir haben das mit Denksystemen seit einigen 2, 3 Jahrtausenden zu tun, die sich vehement gegen alles, was schamanisch ist, geäußert haben und äußern.
Und auch unsere mitteleuropäische Kultur ist infiziert von dem wirren Vorstellung, dass man alles, was mit Schamanismus zu tun hat, verbieten muss. Und das macht man ganz einfach. Man sagt nicht, Schamanismus ist verboten, sondern man verbietet einfach die heiligen Substanzen der Schamanen und Schamanen, die seit Urzeiten sinnvoll und erfolgreich, nicht immer, aber oft erfolgreich eingesetzt werden. Und das beobachte ich und studiere ich in den letzten Jahren, also vor allen Dingen, wo die Wurzeln unserer Kultur eigentlich liegen. Und das Erstaunliche ist, dass wir heute noch Namen von Göttern und Göttinnen, die nicht zu Religion, sondern zu Kulten gehört haben, kennen, die bereits aus der Steinzeit sind. Ich möchte nur ein Beispiel nennen, die von uns als griechisch angesehene Liebesgöttin Aphrodite. Von Aphrodite habt ihr bestimmt alle schon mal gehört, auch wenn vielleicht niemand weiß, was sie wirklich ist. Sie entspricht unserer einheimischen Göttin Freya. Von der haben wahrscheinlich nicht so viele gehört, oder? Doch? Ah ja, schön. Jeden Freitag. Matthias, du hast immer die besten Sprüche auf Lager. Bitte mehr davon, dann wird das Ganze noch lustiger. Also jeden Freitag, heute ist Sonnabend, okay, gut. Am Freitag ist eigentlich der beste Tag, um richtig schön Sex zu machen. Weil in vergangenen Zeiten war Liebe nämlich gleich Sex, erstaunlicherweise. Dass Liebe und Sex aufgespalten wurden, ist nichts weiter als eine Folge der religiösen Verirrung, die in unsere Generationen infiltriert worden. Nun, Freya hat direkt was mit Hanf zu tun, das ist eine ihrer heiligen Pflanzen und deswegen haben wir das ererbte Recht, Hanf als Aphrodisiakum für Sex zu benutzen. Was? Was? Das ist doch mal ein starkes. Ja, es ist auch ein starkes. Also es ist auf jeden Fall ein schönes Gewürz der Liebe. Aber zurück zu Aphrodite. Der Name Aphrodite wird für die, die griechisch hatten, immer erklärt als die aus dem Schaum geborenen. Das ist aber falsch. Der Name Aphrodite stammt aus der Sprache der Donauzivilisation, die selbst in Österreich nicht richtig bekannt ist. Wer hat schon mal von der Donauzivilisation gehört? Gut, also die Donauzivilisation hat vor 10.000 Jahren begonnen, entlang der Donau bis ans Schwarze Meer. Da gibt es unglaublich viele archäologische Untersuchungen und man hat festgestellt, die Donauzivilisation ist die eigentliche Wiege Europas. Griechenland ist nur eine Station auf dem Weg zu Europa. Und die Donauzivilisation begann also vor 10.000, 12.000 Jahren und die hatte damit zu tun, dass erstmals sich Menschen in in Gemeinschaften zusammengetan haben und sowas Ähnliches wie Dörfer oder Städte gebaut haben. Und die Menschen, die solche Städte gebaut haben, die waren in einer Art Genossenschaft organisiert. Und dort gab es keine Herrscher. Also da gab es kein Patriarchat. Zum Glück gab es da auch kein Matriarchat. Weil Herrschaft durch wen auch immer ist eigentlich nicht akzeptabel. Also ihr merkt schon, weil das Geisteskind ich bin. Und zu der Zeit allerdings war im Zentrum der Kultur eine Göttin verehrt worden. Über Jahrtausende in gleicher Form, gleicher Gestalt. Und das war die Göttin, die verehrt wurde, weil sie die landwirtschaftlichen Produkte nach und nach in diese Kultur hineinholte.
Ich sage extra nach und nach, weil die neolithische Revolution, falls ihr von der mal gehört habt, die ist falsch, die Überlegung, es gab keine Revolution, sondern es gab ein schrittweises Annähern an Landwirtschaft. Und da, als dann die Landwirtschaft relativ verbreitet war, tauchte das erste Mal ein Gott auf, und zwar in der Gestalt eines Stieres. Die haben also die große Göttin und den Stiergott. Und die haben ja, sind beide symbolisch für die Sesshaftigkeit des Menschen. Weil die Göttin schenkt die Agrarprodukte und der Gott schenkt das Rindvieh und also die domestizierten Tiere. Nun, was gehörte denn zu den ersten Pflanzen, die überhaupt kultiviert wurden? Ja, wir denken Getreide. Aber alles spricht dafür, dass vor dem Getreide der Schlafmohn kultiviert wurde und dass entweder parallel dazu oder vielleicht schon etwas vorher der Hanf kultiviert wurde. Und das heißt, wir hatten in der Donauzivilisation eine friedliche, nicht kriegerische Gesellschaft, die egalitär war, also anarchisch, herrschaftslos und genossenschaftlich und die die Früchte ihrer Feldarbeit genossen haben. Entweder als Brot, als Mohnkuchen oder als Mohnzuzerr, wie man gibt es ja hier in Österreich. Finde ich eine ganz tolle Tradition, kann ich nur empfehlen, euch weiterzumachen. Achso, das darf ich ja gar nicht, ich muss euch ja warnen. Nehmt das nicht, ihr macht eure Kinder zu opiumsüchtigen Fertigbergern, Dropouts und so weiter. Also wer einen Mohnzuzerr hatte, ist gesellschaftlich geächtet. Ähnlich wie jemand, der einen Joint raucht, dem erzählt wird, ja, du wirst in der Gosse landen und wenn du das erstmal injizierst, die wissen gar nicht, was das bedeuten soll, dann wird es ganz schlimm. Nun, diese Donauzivilisation könnte eigentlich dafür dienen, einen gewissen Paradigmenwechsel gesellschaftlicher und politischer Art in Europa durchzuführen. Weil wir werden nach wie vor in Geschichtsbüchern darüber belogen, wie die Geschichte gelaufen ist, nämlich hauptsächlich über Herrscher, Könige, Häuptlinge, Kaiser, Krieg und so weiter. Und das ist gar nicht nötig. Wir haben eine eigene europäische Tradition, die über mindestens 7 Jahrtausende hinweg völlig friedlich und genossenschaftlich ohne Herrscher gelebt haben. Das müsst ihr euch mal reinziehen, was das eigentlich bedeutet. Deswegen kann ich nur empfehlen, informiert euch über die Donauzivilisation, also vor allen Dingen die Österreicher hier, die sollten ein großes Interesse daran haben, denn das ist ihre Lebensader. Und das Verblüffende ist, dass auch in dieser Donaukultur keine Funde wirklich von Waffen gefunden wurden. Es gab nur Werkzeuge. Und das, was die Donauzivilisation ausmacht, ist verblüffend und deswegen unter Gelehrten auch nicht so begeistert aufgenommen. Die haben nämlich 200 Jahre vor der Keilschrift eine Schrift erfunden. Und ja, das ist total abgefahren. Die haben 2000 Jahre vor Mesopotamien eine komplexe Gesellschaft mit Spezialistentum gehabt, ohne Herrscher. Und die haben die ganze Zeit die Pflanzen Hanf und Mohn in ihrer Kultur gehabt. Das heißt, Menschen, die friedlich sind und Hanf anbauen, sind langfristig betrachtet überlebensfähiger. Es sei denn, du hast was ganz wahnsinnig Dringendes. Es würde jetzt dazu passen, du kennst ja die Geschichte von den Skyphen, die angeblich den Hanf rauchen. Das ist doch alles ja, jung. Will, dass du das nochmal klar sagst, dass das für einen Scheiß ist, der da erzählt wird. Das kann ich aggressiv machen, denn da wird uns ja das Gegenteil erzählt. Okay, gut, also vielleicht kommen wir auf die Skyphen noch zurück.
Also ich bin viel mehr interessiert, euch was aus der Donauzivilisation zu erzählen. Eigentlich wollte ich was aus Nepal erzählen, aber da niemand von euch was gehört hat davon, finde ich das viel wichtiger. Und das ist auch etwas, was langfristig auch in die Schulbücher einziehen wird, dass die Frühgeschichte Europas ganz anders war, als wie bisher vermutet oder wie bisher so ausgelegt interpretiert, dass sie herrschaftlichen Systemen entspricht. Aber nun, was bedeutet das, wenn Pflanzen kultiviert werden? Das heißt, man hat in der Natur eine Pflanze gefunden, die irgendwie für das eigene Leben nützlich zu sein scheint. Sonst würde man ja die nicht kultivieren wollen. Also kultivieren heißt, ich möchte mehr davon, als wie ich irgendwie im Wald oder auf der Savanne oder in der Steppe oder so finde. Und da zu den Zeiten, wo die ersten Pflanzen kultiviert wurden, die Menschen in schamanischen Weltanschauungen oder in schamanischen Visionen gelebt haben, ist es so, dass wir es mit Menschen zu tun hatten, die überlebt haben, weil sie die Natur genau beobachtet und studiert haben. Und das ist eigentlich etwas, was uns heute völlig abgeht. Wer geht schon mal an den Fluss und setzt sich da ein paar Stunden unter einen Baum und versucht da nicht zu denken, sondern nur zu beobachten, was da passiert? Das macht praktisch niemand. Dabei kann das also Riesenrechnungen bei Therapeuten ersparen. Weil eigentlich wissen wir alles, wie wir gut leben können und was mit uns los ist. Wir müssen uns bloß Zeit dafür nehmen, in uns hineinzuschauen. Und das tun wir am besten, indem wir aus uns herausschauen, indem wir beobachten, was andere Wesen, die mit uns diesen Planeten als Lebensraum bewohnen, wie die sich verhalten. Und dann kann man also wahnsinnige Einblicke in die Natur gewinnen. Und das Schöne an der schamanischen Vision ist, dass es kein Glaubenssystem ist. Man braucht an nichts zu glauben, weil die Naturerfahrung genau diese spirituelle Lücke schließt. Wenn jemand in einer Blüte das Wunder der Natur erkennen kann, braucht er keinen Gott mehr. Weil zu begreifen, was eine Blüte eigentlich ist, ist ein mystisches Erlebnis. Das steigert sich natürlich, wenn man diese Blüte raucht oder isst. Und das ist das Verblüffende. Wenn man eine Pflanze kultiviert, dann lernt man alles über sie im Umgang. Das wisst ihr alle, weil ihr zu Hause wahrscheinlich alle illegal Hanf anbaut. Je mehr man über die Eigenschaften der Pflanze weiß, desto besser kann man sie ziehen, ganz klar. Und nun ist es so, die Schamanen und Schamaninnen in allen schamanischen Kulturen der Welt sind sich einig darüber, dass man von Pflanzen lernen kann. Das heißt, dass Pflanzen Lehrer sind für uns. Und das bedeutet wiederum, wir lernen direkt von der Natur. Und wie kann man besser lernen, als durch eine psychoaktive Wirkung einer Pflanze, die man einnimmt, um herauszufinden, was für Eigenschaften und was für Nutzen sie hat. Und das ist etwas, was in der normalen Geschichtswissenschaft überhaupt ausgeschlossen ist. Und was auch unserem wissenschaftlichen Weltbild, was letztlich eine Art Religionsersatz ist, nicht zu erklären ist. Vielleicht habt ihr euch mal gefragt, woher wussten eigentlich die Leute in der Steinzeit oder im Mittelalter oder sonst wie, woher wussten die eigentlich, welche Pflanzen welche Eigenschaften haben? Und dann wird uns erzählt, also das war bei mir in der Schule noch so, die hätten das durch das berühmte Trial and Error herausgefunden, also Versuch und
Vergebung, hätte ich jetzt fast gesagt. Versuch und Irrtum. Wenn die Menschen, die unsere Vorfahren, also unsere Ahnen waren, so blöd gewesen wären und diese Methode angewandt, dann würden wir alle nicht hier sitzen. Wir sitzen hier, weil unsere Ahnen in der Steinzeit super intelligent waren, super gebildet, was die Natur anging, und unglaublich raffinierte Überlebensstrategien entwickelt, erforscht und verbessert haben. Ohne die wären wir nicht hier. Und wenn man in schamanischen Kulturen, die es heute noch gibt, wenn man da Schamanen fragt, ja, sagt, woher wisst ihr denn eigentlich, dass ihr diese Pflanze da und dafür benutzt? Dann sagen wir sofort, ja, von unseren Ahnen, die haben Visionen und Träume gehabt, in denen sich die Pflanzen ihnen visionär offenbart haben und sie darin unterrichtet haben, wie man sie richtig benutzt. Also richtig benutzen heißt sinnvoll oder sinnbringend oder nützlich oder heilsam oder zum Vergnügen. Weil das Vergnügen, finde ich, ist unglaublich wichtig am Heilen von Kranken, an der Behandlung von Patienten, ist das unglaublich wichtig. Und wir wissen ja alle, dass eine gewisse Dosis Hanf doch sehr zur Erheiterung beitragen kann. Und das heißt, die Erheiterung des Gemütes ist eine der wesentlich heilsamen Eigenschaften dieser Pflanze. Und es gibt so moderne Esoterik-Freaks, die alles ganz, ganz bitter ernst sehen und bei denen Rituale auch immer ohne Lachen sein müssen und so. Was es bei traditionellen Schamanen und Schamanen nicht gibt. Also das ist immer lustig, weil das ist auch das einzige Unterhaltungsprogramm, was man im Stamm so hat. Und deswegen muss das auch attraktiv sein für das Dorf. Und da ist dann das ganze Dorf erheitert dabei, wenn jemand geheilt wird. Weil eine Person des Dorfes oder Stammes, die geheilt werden muss, betrifft den ganzen Stamm. Weil die Person nicht nur Defizite für sich selbst hat, sondern das Ausschalten dieser Person durch Krankheit ein Defizit für die Gruppe ist. Also brauchen die Schamanen Gruppenrituale, Rituale, die an den Menschen teilnehmen, die für sie sinnstiftend sind und unterhaltsam, vergnüglich und heilsam. Und zu dem Heilsamen gehört auch eine Spiritualität. Wir alle haben ein Bedürfnis nach Spiritualität. Und nicht nach Religion, sondern nach Spiritualität. Denn Spiritualität ist das Gegenteil von Religion. Spiritualität ist die Selbsterfahrung der Heiligkeit der Natur. Und nicht ein vorgeschriebenes Gebot, wie man und an was man zu glauben hat. Und das ist natürlich klar, dass Hanf da eine wunderbare Pflanze ist, um im Stamm, in der Siedlung, im Dorf, in der Genossenschaft für gute Stimmung zu sorgen, den Leuten Eindrücke von der Natur, der Reichhaltigkeit und dem Wunder der Natur zu vermitteln, was durch eigene Erfahrung kommt und dabei gleichzeitig noch alle möglichen medizinischen Wirkungen hat. Also, ich bin der Meinung, wir haben es mit einer 10.000-jährigen positiven Anwendungsgeschichte von Hanf zu tun, die eben in schamanischen Kulturen zugegen ist. Das Schamanische an der Donauzivilisation, um auf die nochmal zurückzukommen, ist, dass man sich in Gottheiten verwandeln konnte und dass man daraus neue Erkenntnisse für sich und für alle anderen gewinnen konnte. Das ist also etwas, was heute noch, jetzt komme ich doch noch ein bisschen auf Nepal zu sprechen, was in Nepal von Schamanen gemacht wird. Und zwar ist es so, dass
im Himalaya-Raum der wichtigste Gott Shiva ist, die wichtigste Göttin Parvati oder Kali. Und die beiden stammen nicht aus hinduistischer Zeit, sondern sind viel, viel, viel älter. Und für die Schamanen und Schamanen dort ist Shiva der Erzeuger des Schamanismus. Und das unter anderem durch seinen Blick durchs dritte Auge. Nun, wie hat Shiva denn sein drittes Auge entdeckt? Habt ihr mal das, euer drittes Auge entdeckt? Ja, dann habt ihr noch keinen echten Wang getrunken. Also, die Geschichte im Himalaya ist so. Shiva und Parvati, beides die attraktivsten Wesen des Universums, waren natürlich miteinander verheiratet. Und Shiva war aber ein ganz normaler Mann, außer dass er ein Gott war. Aber er war ein normaler Mann, das heißt, er hatte unglaublich Drangsal danach, andere Frauen zu erobern oder sich von ihnen erobern zu lassen, um mit ihnen Sex zu haben. Also das ganz normale männliche Verhalten ist dort diesem Gott zu eigen. Und Parvati, die nicht ganz so promiskuitiv wie ihr Gatte war, die wünschte sich, dass er auch bei ihr ist und ihr beiwohnt. Und Shiva ist immer so ein paar Millionen Jahre rumgereist durch alle Welten und hat alles, was nicht Niet und Nagelfest gepimpert. Und gut, ab und zu ist er nach Hause gekommen. Und als er dann einmal nach Hause gekommen ist, da hat er eine große Überraschung erlebt. Nämlich Parvati als Göttin, ja auch mehr als nur eine Frau, die hat überlegt, wie kriege ich den Alten wieder geil auf mich? Also eine sehr wichtige Frage, und die bei uns auch nie gestellt wird, aber die ich als essentiell wichtig für ein gesundes Leben finde. Und da trat in ihr Bewusstsein eine Pflanze. Diese Pflanze hat sie gepflanzt, indem sie ihr Bewusstsein in die Erde gebracht hat, und die Hanfpflanze ist entstanden. Und da sie eine Göttin und hellsichtig ist, wusste sie sofort, okay, das muss ich in den Chillum füllen und Shiva geben. Nun, Shiva war ja sowieso so ein Drogist, also der hat alles, was es gab, geschluckt, also inklusive tödlicher Gifte, für Menschen tödlicher Gifte, deswegen ist er auch ganz blau und so, weil er Eisenhut getrunken hat. Er ist völlig abgefahren drauf, aber es ist nicht zu empfehlen, das nachzumachen. Und dann war er bei Parvati und dann meinte sie, hier, das musst du jetzt rauchen, und gab ihm ein Chillum. Und da dachte er, ja klar, ich probiere ja sowieso alles aus, also macht er das Chillum an und raucht und explodiert in seiner Stirn und öffnet sich das dritte Auge, und das sieht Parvati. Und da fährt er so unfassbar drauf ab. Weil so hat er Parvati noch nie gesehen. Er hat gemerkt, das ist echt die geilste Frau im Universum. Ich brauche ja gar nicht so weit immer rumzukommen, ich kann ja auch hier. Und hat sich auf sie gestürzt. Und dann, als sie ein paar Millionen Jahre Sex hatten, ist Shiva dann auf die Idee gekommen, Mensch, das brauchen die Menschen. Unbedingt. Und hat es dann den Menschen gebracht und hat den Schamanen und Schamanen gegeben, sie darin unterrichtet, wie man dieses Kraut richtig anwendet, und hat dann auch noch eine Rauchmischung mit erfunden, nämlich eine Mischung aus Hanfblüten, weiblich natürlich, die Männchen bringen es nicht bisher, und aus Stechapfelblättern oder Samen. Stechapfel kennt ihr, Datura, gibt es mehrere Arten heutzutage auf der ganzen Welt. Eine gab es im alten Indien, die meisten sonst in Amerika und Australien. Gut, nun, wenn Shiva verehrt wird, dann wird er gewöhnlich nicht in der Gestalt eines Menschen verehrt, sondern in seiner Gestalt als Phallos. Als dicker, steifer Schwanz. Und, also auf Deutsch.
das, man nennt es auch Lingam, das ist für die Indologen wichtig. Nun, das ist schon mal sehr erstaunlich, dass der Mann auf sein wichtigstes Teil reduziert, der Gott ist. Also, und er sieht in dem Schillung, in diesem Rauchrohr, ein Symbol für sich selbst als Schwanz, als kosmischer Schwanz. Und das muss gefüllt werden mit Hanf und mit Stechapfel, weil die beiden Pflanzen symbolisieren ihn mit seiner Frau. Der Hanf symbolisiert die Göttin und der Stechapfel symbolisiert den Gott. Und da die Grundlage des schamanischen Denkens ist die Harmonie aus den Polaritäten des Seins zu erzeugen, muss auch so eine Rauchmischung immer auch ein bisschen oder auch viel männliche Anteile haben. Weil wenn man das in sich aufnimmt, dann ist es am besten, wenn der Rauch harmonisiert. Und das tut er. Habt ihr Angst davor, Stechapfel zu rauchen? Ja. Also Respekt genügt. Beim Rauchen ist noch niemand auf krumme Gedanken gekommen. Nehmt die bitte nicht ein, das ist echt ein Hammer. Also die getrockneten Blätter einfach rauchen. Also mit Hanf natürlich zusammen, weil die haben die perfekte Synergie. Und die Mischung ist eindeutig sexueller, erotischer als nur Hanf oder nur Stech. Ja, die hier wachsen, sind genauso stark wie die in Indien oder in Südamerika wachsen. Und ansonsten kann ich nur warnen davor, das innerlich zu nehmen. Das machen auch die Schamanen und Schamanen nur in äußersten Fällen. Das ist etwas für Leute, die einen sehr starken inneren Geist haben, mit dem sie den Stechapfel meistern können. Aber das Rauchen ist okay. Und so hat Shiva dann den Kult des Schillungs eingeführt, wo Menschen im Kreis sitzen und ihn als Phallus saugen. Und die harmonisierende göttliche Pflanzenpracht in sich entfalten zu fühlen. Und das ist so, man gibt das immer weiter im Kreis rum. Es gibt keinen Chef und keinen Ideologen und keinen Priester, sondern das ist ein sich selbst organisierender Kreis. Ne, also mehr so genossenschaftlich. Und so hat Shiva dann den Menschen das Mittel gebracht, was auch langjährige Ehen durchaus am sexuellen Leben teilhaben lassen kann. Nun, ich will nicht sagen, dass es ohne nicht geht, aber mit ist einfach echt geiler. Nun gibt es über Shiva noch mehrere tolle Geschichten aus dem Himalaya. Und eine ist sein Geburtstag. Ein Gott hat natürlich keinen Geburtstag, weil er ist das Sein, was immer war und immer sein wird. Deswegen hat er keinen Geburtstag. Aber in Nepal bis heute feiert man Shivaratri, also den Geburtstag des Shiva, zu einem bestimmten Vollmond, meistens im Februar, so ganz selten im Januar, manchmal im März, aber meistens im Februar. Das wird nach dem Mondkalender bestimmt. Und da heißt es, Shiva hat Jahrmillionen auf dem Kailash gesessen und meditiert. Und was wir wissen müssen, ist, die Meditation des Shiva ist pharmakologisch unterstützt, nämlich mit Hanf und Stechapfel. Klar. Das heißt, er saß bekifft, meditierend auf dem Kailash und irgendwann kam er auf die Idee, so jetzt zeige ich mich mal den Menschen. Und das nennt man im Griechischen Epiphanie, wenn sich eine Gottheit offenbart. Also so, dass man sinnlich mit seiner eigenen Wahrnehmung die Existenz dieser Gottheit erlebt, die Epiphanie. Und dieser Augenblick hat den Menschen
die Möglichkeit, Shivas Bewusstsein an sich selbst zu erleben, gebracht. Weil, wenn man Shiva erleben möchte, heißt es auch immer, dass man Parvati erleben möchte, weil die sind ja unzertrennbare Pole einer Einheit. Das darf man nie vergessen. Und wenn ich mal den einen oder mal die andere erwähne, dann müsst ihr immer den anderen Pol euch dazu denken. Nun, hat gesagt, immer zu meinem Geburtstag, zu dieser Epiphanie, wo ich euch gezeigt habe, wer ich bin, was ich bin, aus Erinnerung daran und um das Bewusstsein, das göttliche Bewusstsein zu erhalten, müsst ihr Bang trinken. Also das Wort Bang kommt aus dem Sanskrit und bezeichnet die Hanfpflanze. Und es gibt für Bang eine traditionelle Zubereitung, um Shivas und das göttliche Bewusstsein erleben zu können, die in Nepal bis heute gemacht wird. Also falls ihr mal bei so einem Ritual, in so einer Ritualnacht ist, in Kathmandu ist da die Hölle los, also es sind unglaublich ekstatische Trommeln und Tänze und alle sind berauscht vom Bang. Wenn ihr das kriegt, seid ein bisschen vorsichtig. Das hat es ehrlich echt in sich. Das Dumme ist, das schmeckt unglaublich gut. Und zwar wird es folgendermaßen hergestellt. Man nimmt 20 Liter von frisch gemelkter Kuhmilch, die nicht pasteurisiert ist. Und die kocht man vorsichtig ein auf den Gehalt von 10 Litern. Dann tut man ungefähr 2 Kilo Hanfkraut dazu und ungefähr ein halbes Kilo Charas. Das ist das von den Hanfblüten, den weiblichen, abgenommene Harz. Das, was wir als schwarzen Nepali oder schwarzen Afghanen kennen. Also, ihr müsst euch vorstellen, die Hanfblüte ist ja das Sexualorgan der Göttin. Und das, was sie an Exkretion hervorbringt, ist das, was wir eigentlich Haschisch nennen. Also wir konsumieren das vaginale Exkret der Göttin. Ja, ist das nicht fantastisch? Also ich finde, die haben es echt gepeilt, glaube ich. Jedenfalls... Er kommt dann, wird es also weiter gekocht und dann kommen alle möglichen Gewürze hinzu. Es kommt sogar ein bisschen Weihrauch dazu, es kommen verschiedene Räucherstoffe dazu, wie Beifuß und einige Harze und dann an Gewürzen, vor allem Kardamom und Ingwer. Man kann da natürlich auch noch andere Sachen mit rein tun, also da ist der Fantasie freier Lauf gelassen. Das Wichtige ist, dass da Gewürze zukommen, weil Gewürze ja auch in höherer Dosis gewisse Wirkungen haben. Und eigentlich gehört auch eine Handvoll Stechapfelsamen dazu. Bei einigen Schamanen, die bevorzugen eine Handvoll Opium. Das kommt auch sehr gut, also es ist eine wunderbare Mischung. Wie gesagt, das gibt es nur zu Shivaratri. Das ist kein tägliches Genussmittel. Es ist ein heiliges, sakrales Ritualgetränk. Und davon zehrt man aber auch sehr lange. Jedenfalls kommen dann noch Kokosraspeln zu, gemahlene Mandeln und vielleicht noch andere Nüsse oder vielleicht getrocknete Aprikosen. Und also es gibt da von Schamane zu Schamane, von Schamanen zu Schamanen, von Shivaiten zu Shivaiten, einfach individuelle, bevorzugte Mischungen. Auf jeden Fall wird das weiter eingekocht. Ach ja, einige nehmen Krähenaugen dazu. Wisst ihr, was Krähenaugen sind? Das sind die Nüsse von Nux Vomica, von der Brechbohne. Kennt ihr nicht? Strychnus Nux Vomica, der Hauptwirkstoff ist Strychnin. Strychnin in richtiger Dosierung wirkt übrigens ähnlich wie LSD.
Aber Vorsicht, Vorsicht. Nein, man muss die Dosis genau treffen, sonst wird man wahrscheinlich nur ein paar Stunden völlig erstarrt, zitternd da liegen. Das ist ja nicht angenehm. Aber so die körperlichen Wirkungen von, sagen wir mal, 50 Mikrogramm LSD sind durchaus mit Strychnin zu erzeugen. Aber lasst davon lieber die Finger. Das ist, sollte man den Schamanen und Schamaninnen und Kräuterkundigen der Länder, wo es diese Notwendigkeit gibt, überlassen. Nun, dann ist es so, dass es in allen Schreinen und in Tempeln von Shiva und von Kali, also das ist eine Form von Parvati, gibt es große Opferfeste. Da wird überall in großen Bottichen Bang angeboten. Jeder, der da hinkommt, muss was davon trinken. Also deswegen kommen die meisten auch nicht weiter als bis zum nächsten Schrein, weil die Wirkung ungeheuerlich ist. Die ist nicht zu vergleichen mit der Wirkung von Hanfplätzchen. Das ist ein schweres Geschütz. Das macht echt richtige visionäre Zustände, ähnlich wie eine leichte Dosis von Zauberpilzen oder von LSD. Also es geht in die Richtung. Und das, bei diesem Ritual besteht das eigentliche Ritual, was man als Europäer erwartet, lediglich darin, dass die Schamanen und Schamanen ein bisschen das Getränk besingen und ein paar Tropfen auf die Schwänze, die da im Tempel stehen, spritzen und das war's. Weil das Eigentliche passiert im eigenen Bewusstsein. Die Wirkung tritt meistens so nach 20, 30 Minuten ein und ist ein echter Hammer. Also ich habe viele Europäer gesehen, die daran kollabiert sind, weil das für die zu stark war. Und deswegen seid echt vorsichtig. Die Nepali haben so eine Kultur der Gastfreundschaft. Und die, wenn man ein Gefäß hat mit einem Getränk und man trinkt davon und stellt es hin, füllen sie sofort nach. Und man muss dazu wissen, man kann ein Zeichen machen, dass man nicht mehr möchte. Wenn man das Gefäß nämlich austrinkt und andersrum auf den Tisch stellt, dann kriegt man nicht mehr. Das ist die höfliche Weise zu sagen, ich habe genug. Aber nach einer Stunde fragen sie, na, nicht noch ein bisschen und so. Die sind da also sehr locker mit. Und dann sieht das Ganze von außen total wie eine Party aus. Also es gibt wahnsinnig gute Trommler und Trommlerinnen, die Musik machen. Die Leute tanzen ekstatisch und erleben das Bewusstsein des Gottes. Die Epiphanie findet in ihrem Selbst statt. Und der Zustand wird eben genutzt, um sich auch total zu vergnügen, weil das Teil des Göttlichen ist. Warum lachen wir oder warum haben wir die Fähigkeit zu lachen, wenn wir es nicht tun dürfen? Ne? Versucht mal in der katholischen Kirche zu lachen, wenn wir mit ihrem Messwein daherkommen. Ihr seid sofort draußen. In Nepal seid ihr draußen, wenn ihr nicht mitlacht, so ungefähr, aber es ist natürlich kein Dogma. Also, die freuen sich, wenn jeder total erheitert ist und an dem zügellosen Bewusstseinstreiben des Gottes teilhat. Ja, und diese Art von Ritual, vermute ich, wurde auch in der Donauzivilisation schon durchgeführt und deswegen haben die 7000 Jahre glücklich zusammengelebt, ohne kriegerische Auseinandersetzungen. Und damit möchte ich meinen Vortrag beenden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und auch für das Lachen. Alles, alles Gute. Beantwortet durch meine Ausführung, nehme ich mal an. Ansonsten freue ich mich.